Hallo, ich mache kurz den Filmtag mit. Ich wurde getaggt von Livia Florentine. Und ja, heute wieder rasiert. Auf Dauer gefällt mir das irgendwie nicht so. Aber manchmal lasse ich es einfach wachsen, meistens erst aus Faulheit. Und dann wieder zu rasieren, bräuchte ich einen langen Haarrasierer, den ich mir leihen muss. Ich habe sonst nur so einen Stoppelrasierer oder wie man das nennt. Ja, aber dann geht es mir noch irgendwann auf den Sack, auch beim Essen und Pflegen und sowas. Dann mache ich ihn doch wieder weg. Und sieht eigentlich auch besser aus. So. Okay, wo habe ich denn die Fragen? Das sind 10 Fragen. Frage 1 ist, was ist dein Lieblingsfilm? Genau, vorweg wollte ich auch noch sagen, ich bin nicht so ein Filmegucker, ich war früher ja auch nicht so wirklich ein Filmegucker, mich haben Filme und Medien allgemein sehr interessiert, aber es hat sich immer stärker zu Serien hin entwickelt und bin dann auch bei Serien geblieben. Finde ich eigentlich auch besser, weil ich es nicht mag, wenn etwas zu Ende ist. Und auch wenn es mal 3 Teile oder so von Filmen gibt, auch wenn die so lang sind wie bei Herr der Ringe, dann muss es zumindest noch in der gleichen Welt andere Filme dazu geben. Ansonsten ist mir das einfach zu schnell zu Ende immer. Das ist sozusagen immer so eine Kurzgeschichte, finde ich. Lieblingsfilm. Na, ich habe keinen speziellen Lieblingsfilm. Echt nicht, weil viele Filme kann man einfach nicht miteinander vergleichen, weil die aus ganz anderen Genres sind, ganz andere Sachen zu erzählen haben. Also was mich sehr gefesselt hat, sind die Harry Potter Filme, auch wenn ich die Bücher auf jeden Fall 100-mal besser finde. Aber ja, man könnte eigentlich schon sagen, dass einer der Harry Potter Filme oder die Reihe mein Lieblingsfilm ist. Also das habe ich auch, glaube ich, am meisten geguckt, zumindest die ersten 3 Teile habe ich bestimmt 10-mal oder so geguckt. Das habe ich bisher bei keinem anderen Film gemacht. Okay, Frage 2. Was war dein erster Film im Kino? Da dürfte ich 6 gewesen sein oder so. Ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich auch um das Alter herum Pokémon 1 geguckt habe, den ich ziemlich enttäuschend fand. Da fand ich die Serie auch besser. Der allererste Film weiß ich so nicht. Drittens, kurz das Fenster hier wegschieben. Wenn du eine Filmfigur wärst, welche würdest du sein wollen? Also nicht eine, die man realistisch auch wäre, sondern die man sein will. Ich weiß es auch nicht, ob die Filmfigur existieren muss. Ist eigentlich wahrscheinlicher. Hätte ich mir da mal Gedanken drüber gemacht. Von den Filmen, die ich hier stehen habe, finde ich eigentlich die Figuren, die da bekannt sind oder die da drin vorkommen, alle nicht so interessant. Am ehesten würde mir noch Jack Sparrow einfallen, aber jetzt auch nicht so wirklich. Vielleicht mal so nebenbei oder so, aber jetzt nicht die, die ich am meisten sozusagen sein wollen würde. Filmfigur, Pirat, Wikinger. Wikinger wird mir, glaube ich, ziemlich Spaß machen. Allerdings nicht die, wie sie wirklich waren, also Kirchen in Brand gesetzt haben, geplündert haben und sowas, das jetzt nicht. Boah, das ist echt schwierig. Eine Filmfigur. Na, wenn die auf 5 Minuten ist, dann gehe ich zur nächsten Frage. Fällt jetzt irgendwie Störtebeker noch ein? War einfach so cool, aber mir fällt keiner spontan ein, der jetzt wirklich
mich wirklich vom Hocker gehauen hätte, so eine Filmfigur oder so. Okay, nächste Frage einfach mal. Welcher Film war ganz schlecht? Oh. Normalerweise weiß das, weiß ich im Vorfeld, wie die Filme sind, deswegen gucke ich mir die erst gar nicht an. Scheiße. Na, ich bin wirklich nicht so ein krasser Filmgucker. Und ganz schlecht wüsste ich jetzt auch nicht. Was ist dein Lieblingsgenre? Das weiß ich zumindest. Das ist Fantasy. Und zwar einfach wegen den epischen Welten und an die Geschichte finde ich meistens ziemlich langweilig und 0815. Ja, irgendwelche Helden, die irgendwas, das Böse bekämpfen halt. Ziemlich langweilig, aber. Und da gucke ich auch eigentlich lieber Serien im Fantasy-Bereich. Wie eigentlich in jedem Bereich. Aber Fantasy finde ich auch geil, dass die so wirklich komplex und durchdacht aufgebaut sind. Und man da dann auch mehrere Filme zur gleichen Welt machen könnte. Dass es dann einfach auch so mystisch und mythisch ist und ganz anders und auch so mit den so tieferen Gefühlen des Menschen sozusagen gespielt wird und die auch so Wünsche und was weiß ich für alles für Gefühle, dass die da so auch verkörpert werden in Fantasiewesen. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein oder sowas, dass das mir spontan im Kopf dazu einfällt. Ja, dass man einfach mit dem, dass man dann auch einfach träumen kann, seine Träume ausgelebt sieht. Das ist eigentlich so das meistens beim Fantasy ja, interessiert, dass man so seine Wünsche und Träume ausgelebt sieht. Dass er einfach nicht diese, dass, oder dass diese Frustration weg ist in der Wirklichkeit, dass es solche Sachen nicht geben kann und sowas. Dass man dann trotzdem für einen Moment, für ein paar Stunden oder sowas, dann ja in so eine coolere Welt, sage ich es einfach mal in Anführungszeichen, abtauchen kann, was aber auch nicht gut sein kann, weil eigentlich sollte man es versuchen, diese wirkliche Welt cool zu machen, weil das ist möglich. Dafür braucht man auch Fantasie und anstatt die dann dafür zu verwenden, oder da auszuleben in Büchern oder in Filmen, sollte man überwiegend, sage ich es mal einfach überwiegend, das in der Realität versuchen auszuleben. Da in der Realität funktionieren natürlich andere Mechaniken und sowas, aber es sind einfach nur andere Mechaniken. Das Prinzip ist eigentlich relativ ähnlich und da kann man auch dann epische Sachen erschaffen, sage ich mal so. Lange drüber geredet. Welches Genre schaust du gar nicht? Das kann ich sofort beantworten. Action. Ich hasse Actionfilme. Ich hasse sie einfach. Die haben keine Handlung, die Sinn macht. Die haben immer, alle Actionfilme haben dieselbe Handlung. Es geht nur um Geballere, Rumgeschreie, laut sein, Autocrash. Und damit, und weil Leute das einfach nur cool finden, so ein Scheiß wie, ach, ich weiß es nicht, ich will jetzt keinen Film diskriminieren. Aber auch sowas wie Transformers oder sowas geht mir so mega auf den Sack, ey. Und wie Leute das da auch noch gut finden können. Das muss noch ziemlich. Ich will nicht beleidigen. Ich weiß nicht, da krieg da fast schon Aggressionen bei Actionfilmen. Die einfach so schlecht sind und gar keinen Sinn haben. Einfach nur Ballere und Crash und laut sein und. Ja, so wie die Welt auch funktioniert. Einfach total dumm und stupide. So. Muss ich einfach mal rauslassen. Siebtens, wer ist dein Lieblingsschauspieler? Das habe ich irgendwie nie verstanden, wie Leute Lieblingsschauspieler haben und sowas. Ich weiß nicht, mich interessiert das eigentlich nicht, wie man schauspielt. Mich interessieren Charaktere. Und da ist mir eigentlich fast egal, wer diese Charaktere verkörpert, solange das ganz gut umgesetzt ist. Ansonsten finde ich allgemein Schauspieler gut, die ein bisschen verrücktere Rollen haben oder
komplexe Rollen besonders haben oder Rollen von psychisch Gestörten und das auch so selber rüberbringen können. Zum Beispiel auch bei Johnny Depp so. Genau, ich habe glaube ich alle Filme mit Johnny Depp gesehen, also kann ich den schon so ein bisschen als Lieblingsschauspieler erwähnen. Aber es ist eigentlich nur aus Ermangelung von Kenntnis über Schauspieler allgemein. Deswegen habe ich jetzt auch keine Lieblingsschauspielerin. Oder habe ich? Ja, habe ich bestimmt, aber weil mich die Thematik Filme nicht so extrem interessiert, habe ich das schon wieder vergessen. Wie Filme hast du zu Hause in Klammern gekauft, nicht gerippt? Ich glaube so 5 oder so. Ja, einmal die Armee der Finsternis, einer meiner Lieblingsfilme und zugehörig zu meinem zweiten Lieblingsgenre, das ist nämlich Horror-Komödie, weil das Genre Horror da sich selbst auf die Schippe nimmt und ja, ich mag einfach dieses Horrormäßige und gleichzeitig Witzige. Das passt im ersten Moment eigentlich so augenscheinlich gar nicht zusammen, aber irgendwie ist das dann mega witzig. Ja, Armee der Finsternis zum Beispiel oder die Killerhand finde ich dann gut. Ja, mehr als 5 Filme habe ich zu Hause nicht, habe aber auch nicht viele auf dem PC eigentlich. Ich habe mehrere 100 GB an Serien, aber gibt es einen Serien-Tag? Bestimmt, es gibt für alles einen Tag. Bestimmt auch einen Tag-Tag. Aber viele Filme habe ich nicht so. Obwohl ich vorher eigentlich ziemlich viele Filme geguckt habe. Mein Drittlieblingsgenre ist allgemein Komödie, also nicht jetzt Komödie, sowas wie Monty Pythons oder sowas. Ist jetzt keine Komödie, aber es ist halt lustig. Mega lustig teilweise. Welcher Film hat dich am meisten beschäftigt? Wie wird beschäftigt definiert? Also beschäftigt als neutraler Begriff heißt einfach nur, wie viel Gedanken ich mir dazu gemacht habe, jetzt nicht wie tief die Gedanken waren oder wie. Also es kann auch sein, dass ich einen Film einfach 100 Mal geguckt habe und dann habe ich mir dann mehr Gedanken dazu gemacht. Das wäre dann bei den Harry Potter Teilen so, aber welche mich zum Denken angeregt haben, das sind dann eher Dokumentarfilme und der meiste war, glaube ich, wie heißt der nochmal? Ach du Scheiße. Lass mal kurz unter Dokumentation hier gucken. Ich bin da gerade schon drin. Genau, Dokumentarfilm habe ich auch noch nicht erwähnt und gar nicht mit einbezogen, eher gesagt. Wie ist das denn? Gesellschaft und Politik, genau. Genau, Zeitgeist von 2007. Kennen vielleicht sogar einige. Der hat mich am meisten zum Denken angeregt. Da habe ich auch sehr viel drüber nachgedacht. Bestimmt sogar mehr als über Harry Potter, weil ich da immer noch drüber nachdenke, über Thematiken, die da besprochen wurden. Die alltäglich sind auch. Worum geht's da? Es geht um Religion. Also Religion wird da ziemlich gebasht. Politik wird ziemlich gebasht. Gesellschaft wird ziemlich gebasht. Um das Geldsystem und da geht es halt um die neue Weltordnung sozusagen. Aber jetzt nicht auf verschwörungstheoretischer Basis, sondern es werden Indizien einfach angeführt, die dafür sprechen. Genau, um 9/11 geht es auch. Es gibt noch Zeitgeist 2, glaube ich. Am zweitmeisten zum Nachdenken angeregt hat mich Earthlings. Ist halt ein Dokumentarfilm über Tierquälerei mit den ganzen Bildern. Ja, wodurch ich dann auch letztendlich vegan wurde durch den Film. Es hat mich bisher noch keinen Film oder kein Medium oder auch sonst nichts in dieser teilweise scheißen Welt so extrem wütend und traurig gemacht wie dieser Film. Aber mein Lieblingsfilm ist es trotzdem nicht. Ja, der motiviert mich auch tagtäglich besser zu werden, Sport zu machen und ja, einfach stärker zu werden, mich zu entwickeln, um
einfach die Welt irgendwie damit hoffentlich irgendwann dann auch jetzt eher auf spiritueller Ebene weiterzubringen und auf höhere Ebenen zu bringen, damit so eine Scheiße einfach immer weniger wird, weil es hat mich einfach so wütend gemacht und so traurig. Aber ich lese mal die letzte Frage vor. Welcher. Ach nee, das war ja die letzte Frage. Mist. Wollte ich gleich vorher nochmal vorlesen. Habe ich mir das selber nicht angekündigt vorhin, dass das die letzte Frage war? Na toll. Ja, dann ist das wohl der Abschluss. Bis dann. Tschüss. Und kann man gucken. Tschüss.